Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Together, Iron. Wir sind ja hier willkommen. Immer noch in Sanctum, also Sanctum. Und wir wollen mal wieder in eine Inni gehen. Der Dü erklärt mal den Rest. Okay, so. Jo, geht los. So, wir gehen auf jeden Fall in eine kleine Mini-Instanz. Die ist immer eventmäßig, ist die immer mal vorhanden. Und wir selber waren bisher noch nicht hier drin gewesen. Teilweise konnte man da auch mal eine Zeit lang relativ gut leveln. Aber aufgrund auch unserer Sommerpause im letzten Jahr hatten wir es halt nicht mehr dazu geschafft. Sonst hätte ich uns vielleicht auch noch da durchgezogen oder bis dahin gepusht halt auf jeden Fall. Aber es hat nicht mehr funktioniert. Erstmal nehmen wir hier die Quest ganz einfach neu an. Das ist auf jedem... So, jetzt haben wir zwei Questen. Was ist das hier? Ihr hört weiter zu. Schugo Münzbeutel. Ich glaube, das ist nicht ganz so geil, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Oder war es die hier? Ne, die ist ganz cool. Okay. Ich nehme erstmal beide an, weil ich ja nicht weiß, was die hier ist. Genau, nehmen die auch schon mal beide mit in den Lock. So. Und die erste Event-Quest ist sozusagen die gute Event-Quest. Wirst du dann gleich noch sehen. Weil man dadurch... Ist nur ein einziges Mal, ist diese Event-Quest. Da bekommt man eine glänzende Truhe. Bekommt sie dann am Ende, was sie dann schon noch sehen. Wie gesagt, dann muss sie da halt abwarten, bis ich dann vielleicht gegebenenfalls alles erklärt habe. Kann natürlich sein, dass es nicht so kommt, aber werden wir sehen. Und du bekommst nochmal zusätzliche 5 Schlüssel. Im Normalfall sind hier in so einem One, jetzt aktuell wurde das, glaube ich, runtergepatcht, nur 2 bis 3 Schlüssel. Das heißt, man hat einmalig schon mal die Chance, 5 Schlüssel zu bekommen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, jetzt muss ich mal schauen, wo ist Yron, der ist schon drin sogar. Und gehen wir einfach mal rein da. Kann ich euch etwas und so, jetzt hast du eine Schuhverwandlung, hast du jetzt. Ne? Ui, fein, wenn du Yang Yang. Geladen hast. Ne? Yang Yang. So, dann nimmst du jetzt hier unten, nimmst du halt einfach eine neue Leiste zum Beispiel, ne? Und ziehst dir die Skills schon mal in die Leiste mit rein, weil es halt einfach schneller geht. Jo. Okay. Ja. So, ich habe jetzt, also keine Ahnung, ich habe jetzt von 1 bin ich auf 0 gegangen zum Beispiel halt. Ne? So. So, dann ja, teste schon mal die Skills. Ich muss noch ein bisschen umbauen hier, kurz Augenblick. Ich mach das einfach. Ach, weißt du was? Ich setz die hier mal hoch. So, und nimm die hier runter. So. Also dass du halt das relativ schnell halt mit 1, 2, 3 zum Beispiel halt casten kannst, ne? Jo. Darum geht es halt, ne? Okay. So, dann kommen wir zu den Skills halt, ne? Der erste Skill, ne, den ich hier mache, ne? Kurzer Cooldown. 2 Gegner bekommen Schaden, 250 Schaden. Ne? Relativ wenig Schaden, aber eigentlich im Grunde genommen die ganze Zeit spambar. Ja. So, Skill Nummer 2 ist nur auf den Gegner anwendbar. Ne? Macht relativ hohen, also relativ viel Schaden. Muss man sehen gleich. Also auf größere Gegner anwenden. Und Skill Nummer 4 ist wieder eine AOE, macht mehr 3. Schaden. Skill Nummer 3. Oder 3, genau. Skill Nummer 3 macht mehr Schaden und bis zu 4 Gegner in der Nähe erleiden Schaden. So, es ist hier so, dass man dann hier meistens immer aufteilt auf links, Mitte, rechts und so weiter. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach erstmal. Die erste Runde gibt insgesamt 3 Runden. Die erste Runde ist eigentlich relativ easy. Kriegen wir hin. So, starten wir einfach mal. So, gehen wir jetzt hier hoch. Da kommen nämlich die Monster und wir müssen... Du hast gestartet, ich muss nicht machen. Ja, ja. Doch. Wir kommen jetzt einfach mal mit hoch auf meine Seite hier ein Stück weit. Einfach, um das mal ein bisschen anzutesten hier, ob das funktioniert alles. So, und wir müssen das so ein bisschen Tower-Defense-mäßig machen, wenn dir das was sagt. Ach so, Das? Ja, klar. Also hier spawnen halt die ganze Zeit hier diese Monster, die laufen halt runter. Und wir müssen halt die Türme beschützen, beziehungsweise die Türme, wenn die fallen, ist es noch nicht ganz so schlimm. Aber auf jeden Fall der Endturm, wie heißt er denn hier, der Grabstein, darf halt auf jeden Fall nicht fallen halt so zum Beispiel. Halt. So, was auf jeden Fall auch noch wichtig ist zu erwähnen, ist, hier gibt's so spezielle Buffs noch mit dazu. Die nehme ich einfach mal. Nicht würfeln drauf. Achso, hättest du mir eher sagen sollen. Okay. Kann auch gegeben, ja gut, egal. Einfach nicht drauf würfeln und fertig ist. Okay. Ja. Also, weil es gibt hier immer einen, nehme ich einen, der halt meinetwegen zum Beispiel halt die Mitte macht oder sowas in die Richtung. Der kümmert sich dann halt darum, dass diese Sprüche oder diese Dinger halt gecastet werden. Muss ich mal auch gleich mal mit reinziehen hier, den Spaß. Zack. So, des Weiteren ist es so, dass desto größer die Monster hier sind, desto mehr halten die halt auch aus. Ja, also das heißt, den großen Skill sollte man dementsprechend halt auf die großen halt machen, genau. Zum Beispiel. Ja. So, dann haben wir jetzt
Gut, ich bleib mal hier drüben und kannst du ja mal links mal mit hingehen. Genau, die Dicken zum Beispiel noch mit drauf gehen. Okay. So, jetzt war ich aber auch zu nah dran. Da muss man, glaube ich, 2 Meter wegstehen davon. Hm. Und dann kommt man nicht da rein. Also im Normalfall reichen die AOE-Skills oder die Reichweite der AOE sowie die Skill-Reichweite auf jeden Fall aus. Wie gesagt, jetzt wird der Turm gerade ein bisschen angegriffen, aber das ist soweit nicht so schlimm. Das ist die erste Runde, da passiert eigentlich nichts. Ja, den müssen wir noch bekommen. Das wäre natürlich ganz cool. Ja, bekommen wir noch. Okay. Okay. Jo. So, zack. Auch. Wir können das mit drauf würfeln. Ach so. Also auf den ersten, aber auf den Rest bitte nicht. Euer Ziel ist nicht zu so. Also wie gesagt, jeder macht das ein Stück weit anders. Mhm. Manche stellen dann auch nochmal den Loot halt um oder sowas in die Richtung, aber wir machen das jetzt ein bisschen komplizierter. Jetzt muss das jedes Mal gewürfelt werden, wenn da halt was rauskommt und fertig ist. Okay. So. Bisschen EP gibt es hier auch. Aktuell noch nicht ganz so viel. In der letzten Runde wird es auf jeden Fall ein bisschen mehr geben. Lalalalala. Lalalalala. Böse Möpse. So, oh, jetzt haben wir hier schon wieder, das ist schon wieder ein kleiner Miniboss. Der letzte in Runde 1. So, hier wieder der AOE, wieder weggehen. Jetzt hat er sich. Ja. Hab ich nicht drauf geachtet, wie immer. Kennst mich doch. Also das ist bei jedem Boss jetzt aktuell, wenn er eine größere Lebensanzeige hat, ne, weißt du schon, ne, ist ein Boss jetzt hier auch wieder, ne, so, will ich kurz weggehen, du siehst ja immer, ob da ein Skill kurz durchläuft, aber ist auch nicht ganz so schlimm, wenn du halt drin stehst, weil, die Instanz hier ist relativ einfach, sagen wir es mal so. Relativ. Es ist auch nur wirklich, jetzt kann man hier nicht looten, hier müssen mal irgendjemand looten, beiden müssen irgendjemand mal anlooten, bitte. Warte mal, das kann ich auf jeden Fall mal machen, dass ich freies Plündern einstelle. So, okay. Achso, ich stelle die Verteilung um, dass wir nicht mehr auf den Layer, okay. So, zack. Lalalala. Na gut. So, ich habe jetzt, jetzt habe ich halt nochmal umgestellt halt, ne, so, jetzt hast du hier ein Kartenteil bekommen, ne, eins hast du jetzt erstmal, ne, so, zack. Hier also, haben wir noch 1 und 2, könnte vielleicht sogar Glück, wir haben sogar, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. 1, 2 und 4 habe ich. Genau, richtig. So, erstmal müssen wir nochmal drum würfeln, das sind die letzten Dinger jetzt. Okay, so, wir sprechen jetzt hier den Shugu hier nochmal an, wir werden dann in einen neuen Shugu verwandelt. Und bekommen den 4. Skill mit dazu. So, okay. Dann muss ich dir erstmal ganz kurz nochmal erklären. Jetzt hast du etwas, eine größere Aufgabe, sagen wir es mal so. Erstmal dann halt nochmal ansprechen, ne? Hm? Was Gruppenleiter plündert, ist doch egal eigentlich, oder? Okay, gut, von mir aus. So, dann spreche ich nochmal an. Du bist nämlich immer noch nicht hier. Ja, jetzt bist du da. Okay, so leg dir den Skill bitte auch nochmal in die Leiste rein, ne, den du jetzt bekommen hast. So, da musst du allerdings ein bisschen haushalten damit, ne? Und hier steht jetzt in der Skill-Beschreibung, verbraucht eure GK um bis zu 8 Gegner in bis zu 10 Metern. Das ist dann 10 Sekunden lang alle eine Sekunde so und so viel Schaden halt anzurichten, ne? Ja. Soll heißen, dieser Skill macht insgesamt relativ viel Schaden, verbraucht allerdings 1000 GK. Also göttliche Kraft, die sich im Normalfall relativ gut eigentlich auflevelt, dadurch, dass man ja hier relativ viele Monster killt an sich. Allerdings sollte man das wirklich nur auf die extrem dicken platzieren. So, hier ist es so, dass man jetzt wirklich schon darauf achten muss, dass jeder auf eine Seite geht, links, rechts und so weiter. Geh du mal rechts, bitte. Rechts ist hier. Genau, so, und da kommen die Monster da, wo Yron steht, kommen die Monster dann an. Ich sage, Start. Geht los. So, und hier die kannst du erstmal noch ganz normal killen.
Warte schon mal, weil ich kann dir jetzt nicht viel helfen. Ne? Ja. Und hier auf die dicken hier, auf die hier sind, ne? Dann musst du so ein Gift drauf machen, ne? Dann machst du Gift drauf. So, ich habe jetzt Gift drauf gemacht schon mal für dich noch. Ich muss mich aber jetzt in dem Umgebiet kümmern. Dann halt einfach kloppen. Einer ist zum Beispiel gerade durchgekommen bei dir. Oh. So, und wenn du es halt nicht schaffst, gehst du halt hin zur ersten Welle, machst Gift drauf. Oh, bei mir ist gerade ganz schön viel. Scheiße. Ja, rede ruhig weiter. Ich klopfe hier. Ja, ich muss hier gerade mal mich oben drum kümmern, dass es hier nicht fail geht. Oh, krass. Dann muss ich mal hier Kältefluch schon mal machen. Weil ich gerade mehr auf deiner Seite war, deswegen. Jo. Und mich gerade meine Mitte ein Stück weit vernachlässigen kann. Weil nämlich, wenn der mittlere Turm fällt, ne, ist das halt nicht so cool. So, du musst hier auf die Dicken, musst du halt sofort Dinge drauf machen, sofort das Gift. Weil sonst kommen die dir durch, das wird sonst nichts. Aha. So, jetzt sind hier, na gut, die kriegst du dann nicht auch so noch hin. So, bei Euron auf der Seite ist gerade der Boss. Kriegst du das hin? Ja, der Turm, der steht noch halbwegs, das ist alles gut. So, in der Mitte ist man halt so ein bisschen Springer halt, ne, man macht halt, wie gesagt, im Normalfall sollte man darauf achten, dass das alles funktioniert in der Mitte halt, ne. So, ja, aber ich habe das eigentlich ganz gut hinbekommen. So, was ich auf jeden Fall noch dazu sagen wollte. Soll ich auf den Boss mit draufhauen? Ja, klar, natürlich, jetzt kommt jetzt hier erstmal nichts mehr. Alles klar. Das war jetzt die erste Runde der zweiten Phase sozusagen. So, was ich nochmal zu den Kartenteilen dazu sagen wollte. Es ist so, dass es insgesamt 4 Kartenteile hier gibt. Und wenn alle 4 Kartenteile erfüllt sind, bekommen sie halt eine Truhe. So, und diese Truhe kann halt irgendeine Medaille sein. Und allerdings solltest du die Truhe, wenn du jeden wir die Kartenteile dann voll bekommst, solltest du die Truhe nicht öffnen. Ja. Weil wir die halt für die Quest gebrauchen, die einmalige Quest halt aktuell. Okay. Gut, hier sind noch Teile drinnen wahrscheinlich von dir, noch 2 Kartenteile, aber... Boah, verdammt. Jetzt mich wieder runtergebackt. Hallo? Kriegst du das hin auf deiner Seite? Ja, momentan, ich hatte gerade ein paar Probleme, dass er mich ständig zurückgezogen hat irgendwie. Warte mal, ich heil mal. So. Normal, wie gesagt, das war am Anfang deutlich schwieriger gewesen. Und mittlerweile ist es halt dadurch, dass man relativ viele von diesen Skills halt hat, geht das eigentlich alles. Ja. Aber vorsichtig sollte man dann trotzdem sein. Achtung, ich glaub, krieg gerade ein bisschen Macho. Kann ich nochmal heilen hier. Genügend von den Skills habe ich ja an sich. Da ist alles in Ordnung. Wobei, jetzt brauche ich auch nicht mehr heilen. Lalalala. Gut, ist halt ein bisschen stabiler halt, ne? Ja, also, jetzt darf ich mich drauf klopfen. Auf jeden Fall geht man hier rein, weil, kann ich mir mal erzählen. Also erstmal gibt's hier relativ viele AP. Es kommt darauf an, wie viel Schlüssel man am Ende rausbekommt und ob man Kartenteile gut rausbekommt und dann noch eine Zusatzruhe rausbekommt und so weiter und so fort. Also das ist, wie gesagt, zum einen halt schlüsselabhängig und zum anderen halt auch, von den Schlüssel hatten wir bisher noch gar keinen gehabt. Sehe ich gerade. Ja doch, einen Schlüssel haben wir jetzt, aktuell. Euer Ziel existiert nicht. Okay. So, hier muss ja auf jeden Fall noch gelootet werden. Also die Bosse müssen noch. Ja. Ihr müsst noch die Bosse looten. Den weg. Also meinen hatte ich. Dann nicht. Okay, gut. Dann alles klar. So, dann können wir hier auf jeden Fall schon mal ins nächste wieder reingehen. So, das ist jetzt die letzte Phase. An sich. So, jetzt haben wir schon wieder einen weiteren Skill.
kann man mal einsetzen oder nicht. Er gibt ein Schild auf den Turm, das, was ich eigentlich teilweise mit den Heilsprüchen halt die ganze Zeit mache, indem ich halt die Türme heile. Gibt ja übrigens, das habe ich jetzt nicht ganz so erwähnt, weil du ja die Items jetzt nicht einsammelst, derjenige, der das halt meistens einsammelt und dann meistens in der Mitte ist. Also zum einen kann man halt den Turm heilen damit, ne, mit so einem Heilspruch und mit so einem Kältefluch, da habe ich jetzt aktuell 5 Stück noch davon, kann man halt die Monster halt lahmlegen halt für eine kurze Zeit. Ach so. Ne? So, und dann gibt es noch, glaube ich, noch, warte mal, was gibt es hier noch? Die mächtige Elfenessenz und die stellt halt diese GK-Punkte halt wieder her, dass man halt die Skills halt wieder ein bisschen machen kann, aber davon Truppen im Allgemeinen relativ wenig. Aber naja, wir beenden ja allerdings mal die Folge und Sehen uns dann in der nächsten Video. Freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.